Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der siebten Vorlesung. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Manipulation von Zeichenketten. Wir werden die zwei Arten kennenlernen. Die erste ist, dass wir Zeichenketten Zeichen für Zeichen manipulieren. Also das ist das, was der C-Compiler intern unterstützt. Und wir werden dann noch sehen, dass es sehr viel eleganter ist, Zeichenketten mit Bibliotheksfunktionen zu verändern. Zu der zeichenweisen Verarbeitung von Strings. Wir haben die Funktion gerade eben wieder im Beispiel gesehen und schon öfters in Beispielen kennengelernt. Die GetCharacter-Funktion erlaubt das Einlesen eines einzelnen Zeichens. Wir brauchen hier den Cast auf Character, weil GetChar eigentlich einen Int-Wert zurückliest. Das liegt daran, das Ende der Eingabe End of File ist mit Integer-Wert minus 1 definiert. Wir haben auch schon gesehen, dass wir einen String kürzen oder gar löschen können. Löschen, indem wir einfach zu Beginn eine Nullterminierung schreiben. Und damit gilt aus Sicht der Bibliotheksfunktionen oder auch der printf, ja, eine Ausgabefunktion, der String als terminiert. Wenn ich prüfen möchte, ob eine Zeichenkette leer ist, kann ich ganz einfach das erste Zeichen auf die Nullterminierung prüfen. Also falls Name bei Index 0 0 ist, dann ist die Zeichenkette leer und soll in dem Beispiel der Name mit fgets eingelesen werden. Ja, über das erste Zeichen hinaus kann ich natürlich auch ganze Zeichenketten durchlaufen und Veränderungen vornehmen. Ich habe hier das Beispiel, eine Zeichenkette zu manipulieren, eben ein Leerzeichen durch einen Zeilenumbruch zu ersetzen. Wir könnten das Beispiel auch umdrehen. Wir haben gerade bei fgets kennengelernt, dass wir immer ein Backslash n mit einlesen. Wir könnten auf die gleiche Weise ein Backslash n aus einer Zeichenkette entfernen. Wir durchlaufen hier die komplette Zeichenfolge str. Und die Art, auf die wir das tun, ist der Standard in C. Das heißt, wir legen uns eine Hilfsvariable i, einen Index an und durchlaufen die Zeichenkette solange nicht die Nullterminierung gefunden wird. Also falls nicht bei Index i in str eine 0 steht, dann wiederhole. Wir können das entweder in einer Vorschleife oder einer Weilschleife tun. Und innerhalb der Vorschleife, das kennen wir auch schon von unserem Beispiel von der letzten Vorlesung, können wir natürlich ein einzelnes Zeichen verändern. Hier wird erst geprüft, ob str bei Index i ein Leerzeichen ist und dann wird str bei Index i auf einem Backslash n verändert. Auf die Weise kann ich einen String komplett modifizieren, alle Zeichen überschreiben. Ich kann Zeichen verschieben, um ein Zeichen nach rechts, um ein Zeichen nach links. Ich kann also etwas einfügen in die Zeichenkette oder etwas herauslöschen. Wichtig ist bei der Vorgehensweise, dass Sie nicht die Länge des Strings verwenden. Wir werden später noch die Funktion StringLeng kennenlernen, mit der wir die Länge bestimmen können. Wenn Sie in der Vorschleife auf die Länge des Strings prüfen, so wie man das zum Beispiel in Java beim Arbeiten mit Arrays kennt, dass man über die Länge des Arrays geht und das Length-Attribut verwendet, das sollten Sie in C nicht tun, denn die Funktion StringLeng würde bei jedem Schleifendurchlauf aktiv die Länge prüfen. Das heißt, wir würden nicht einmal durch den String durchlaufen, sondern wir würden bei jedem Schritt den String zur Bestimmung der Länge nochmals durchlaufen. Das heißt, die korrekte und effiziente Art und Weise, einen String zu durchlaufen, ist auf die Nullterminierung zu prüfen. Sie sollten allerdings, wenn immer möglich, Stringfunktionen verwenden. Das zeichenweise Manipulieren macht wirklich nur Sinn, wenn ich einzelne Zeichen ersetze oder einzelne Zeichen suche. Sobald ich mehr als ein Zeichen in einer Zeichenkette ersetzen oder suchen möchte, dann würde ich sofort auf die Stringfunktionen der Laufzeitbibliothek zurückgreifen. Ich kann Ihnen da ein Beispiel aus der Praxis erzählen. Ein externer Mitarbeiter meines Teams damals hat seinen Programmtext abgegeben. Und damit er für die Entwicklung bezahlt wird, war bei uns üblich, dass der Programmtext einem sogenannten Code Review, also einer Analyse des Programmtextes, unterzogen wurde. Und bei dem Code Review ist mir aufgefallen, dass der Entwickler keine einzige String
Funktion aus der Bibliothek verwendet hat, sondern überall die zeichenweise Manipulation eingesetzt hat. Das heißt, an jeder Stelle, wo die Länge des Strings bestimmt werden sollte, hat er eine Vorschleife verwendet, die den String durchlaufen ist. Da, wo ein String angefügt wurde, hat er zunächst eine Vorschleife verwendet, um das Ende einer Zeichenkette zu erkennen, und eine zweite Vorschleife, um dort etwas anzufügen. Das hat dazu geführt, dass sein Programmtext damals über 70.000 Programmzeilen aufwies und das so natürlich nicht akzeptabel war. Das heißt, der arme Entwickler musste sein Programm umschreiben, kürzen, er musste die Stringfunktionen verwenden. Ganz einfach, weil ein Programm, das Stringfunktionen verwendet, sehr viel einfacher lesbar ist als ein Programm, was aus lauter Vorschleifen besteht. Der Entwickler hat zugegeben, dass er sich bei den Stringfunktionen unsicher gefühlt hat, hat aber auch erkannt, dass das Umschreiben das Programm dann doch erheblich lesbarer gemacht hat. Kommen wir also zu den Stringfunktionen. Ich werde Ihnen auf den Dokumenten-Server noch Zusatzfolien mit den Prototypen der einzelnen Stringfunktionen geben. Hier jetzt im Rahmen der Vorlesung schauen wir die Stringfunktionen gleich noch anhand eines Beispiels an. Deswegen werde ich nicht auf die einzelnen Prototypen jetzt hier im Detail eingehen. Die erste Funktion, ich habe sie schon ein paar Mal angesprochen, String_len, bestimmt die Länge eines Strings, zählt also die Zeichen außer der Nullterminierung vom Start der Zeichenkette an. Das heißt, wenn ich eine leere Zeichenkette übergebe, bekomme ich als Wert 0 zurück. Hat eine Zeichenkette 5 Zeichen, wie das Beispiel Hallo, dann bekomme ich die Zahl 5 zurück. Also nicht die Anzahl Bytes, die im Speicher benötigt werden, das wäre eben plus die Nullterminierung, sondern die Zeichen, die wirklich als Inhalt gesehen werden. Ja, die Stringfunktionen beginnen alle mit str. Sie haben relativ kryptische Namen. Das ist historisch bedingt. Die ersten C-Compiler waren nur in der Lage, die ersten 6 Zeichen einer Funktion zu unterscheiden. Deswegen sind hier alle Funktionen mehr oder weniger auf 6 Zeichen gekürzt oder zumindest in den ersten 6 Zeichen unterscheiden sich die Funktionen. Die nächste Funktion wird String_copy gesprochen, aber aufgrund dieser Begrenzung auf 6 Zeichen str_cpy geschrieben. String_copy dient immer der Zuweisung von Zeichenketten. Möchte ich in ein Feld einen neuen Inhalt ablegen, dann kann ich das mit String_copy tun. Ich kann also die Zeichenkette kopieren. Mit String_ncopy, also der N-Variante, kann ich zusätzlich die Anzahl der zu kopierenden Zeichen übergeben. Ich kann diese Funktion ganz schön verwenden, um an bestimmten Stellen in Zeichenketten etwas einzufügen. Die Funktion StringCat, ursprünglich von StringConcat, also zum Anfügen von Zeichen, dient eben dazu, zwei Zeichenketten aneinander zu fügen. Es sollte Ihnen bereits bewusst geworden sein, dass sich Strings mit ist gleich oder mit nicht gleich nicht vergleichen kann. Zwei Felder, die Strings aufnehmen, werden immer beim Vergleich unterschiedlich sein. Denn der Vergleich mit ist gleich würde die Adresse vergleichen und nicht den Inhalt. Ich kann lediglich vielleicht mit String_index 0 das erste Zeichen mit einem anderen String vergleichen. Oder ich kann in einer Schleife Zeichen für Zeichen Strings vergleichen, aber ich kann nicht auf einmal mit ist gleich eine Zeichenkette vergleichen. Dafür benötige ich die Bibliotheksfunktion StringCompare. Sie bekommt zwei Zeichenketten als Parameter und vergleicht die Zeichenkette auf ASCII-Ebene, ob der String größer, gleich oder kleiner ist. Und in der N-Variante kann ich quasi nur einen bestimmten Bereich eines Strings vergleichen. Sehr häufig von mir verwendet sind die nächsten Funktionen str_str für String String. Sie sucht einen Teilstring innerhalb eines Strings und liefert bei Erfolg diesen Teilstring zurück. Und String Character bzw. String R Character, also str_char und str_rchr. Diese Funktionen durchsuchen ein einzelnes Zeichen, entweder vom Beginn oder vom Ende der Zeichenkette, also vorwärts oder rückwärts. Wenn Sie das Zeichen finden, geben Sie die Zeichenkette zurück
an der Position, wo das Zeichen steht. Noch ein Hinweis, Achtung, die Parameter der Stringfunktionen dürfen im Speicher nicht überlappen. Das wird ab dem C99 Standard in dem Prototypen mit dem Schlüsselwort Restrict notiert, was quasi als Hinweis dem Entwickler dient. Ich darf nicht zum Beispiel ein String Copy zweimal die gleiche Adresse übergeben oder ein String Cat oder String Compare. Das kann dazu führen, dass das Programm in eine Endlosschleife gerät oder dass Speicher überschrieben wird. Das heißt, man soll an der Stelle aufpassen, die Parameter an die Stringfunktionen müssen eindeutig im Speicher sein. Und eine Funktion, die allerdings nicht in der String.h-Bibliothek enthalten ist, sondern in der Standard-IO-Bibliothek, also in Standard-IO.h, das ist die Funktion sprintf. Sie ist eigentlich eine meiner Lieblingsfunktionen, denn ich kann mit der Funktion sprintf, so wie ich eine Ausgabe mit printf formatieren kann, das Erzeugen eines Strings formatieren. sprintf erwartet erst das Ziel, also den Speicher, die Adresse des Feldes, wo der String abgelegt werden soll. Und danach kann ich wie bei printf eine Formatierung vornehmen und entsprechende Argumente übergeben. Ich verwende die Funktion oft als Ersatz für String Copy oder insbesondere für String Cat, weil man damit schön ganze Folgen von Zeichenketten aufbauen kann. Und man kann natürlich die ganzen Formatierungsmöglichkeiten von printf ausnutzen. Also hier das Beispiel String kopieren und anfügen. Also ich kopiere in greeting hier erstmal hello und füge dann noch das mob hinten an. Ein Nachteil und ein Sicherheitsproblem der Funktion sprintf ist, dass es einer Größenbegrenzung mangelt. Das heißt, so wie ich bei printf einfach in die Ausgabe etwas ausgeben kann, kann ich mit sprintf einfach in eine Zeichenkette etwas hereinschreiben. Ich muss natürlich immer beachten, wie groß ist die Zeichenkette, wie viel Speicher habe ich reserviert, wie viele Zeichen kann ich überhaupt ausgeben. Ich kann das natürlich in der Formatierung von sprintf berücksichtigen. Allerdings geht das immer nur im statischen Fall. Das heißt, ich kann nur vorab bestimmen, wie viele Zeichen kann ich maximal ausgeben. Dynamisch hilft mir dabei eine Funktion, die ab C99 hinzugekommen ist. Das ist die snprintf-Funktion. Sie erwartet als zweiten Parameter die Größe des Feldes. Und zwar auch hier, ähnlich wie bei fgets. Das heißt, bis zu dieser Länge inklusive Nullterminierung wird maximal geschrieben. Ich kann also direkt sizeof, hier zum Beispiel greeting, übergeben. Und damit verhindere ich, dass mehr als 99 Zeichen geschrieben werden. Das Besondere an der Funktion snprintf ist, dass ich auch ohne eine Zeichenkette zu beschreiben überprüfen kann, wie viele Zeichen würde die Funktion denn benötigen. Das heißt, ich kann als ersten Parameter an der Stelle statt dest ein null übergeben. Damit simuliert die Funktion nur die Ausgabe in den String und liefert als Rückgabewert die Anzahl der theoretisch geschriebenen Zeichen zurück. Das ist eines der großen Probleme, wenn wir mit Strings arbeiten, was wir im Moment noch außen vor lassen. Wir haben immer feste Größen von unseren Feldern, aber in der Praxis ist das große Problem bei Zeichenketten, wir wissen nie, wie groß sie tatsächlich sind. Wenn wir an einen Webserver denken, der kann eine Anfrage kriegen, die ist wenige 100 Bytes groß, also vielleicht nur eine kurze Webadresse. Die Anfrage kann aber auch mehrere Kilobyte groß sein. Das heißt, wie bestimme ich die Maximalgröße einer Zeichenkette? Das ist eines der größten Probleme bei der Verarbeitung, auch wenn Sie an Dokumente denken. Wie lang ist eine Zeile? Früher mal fest definiert mit 80 Zeichen. Das ist einfach. Heutige Dokumente sind Paragraphen organisiert. Das heißt, wir können auch mal mehrere tausend Zeichen eine Zeile ausmachen. Wie ich damit umgehen kann, das lernen wir, wenn wir uns mit dem dynamischen Speicher beschäftigen. Aber hier ist natürlich die snprintf-Funktion zur Laufzeit ein sehr wichtiger Faktor, weil ich bestimmen kann, aufgrund von Parametern, die von außen kommen, wo ich die Formatierung zwar vielleicht begrenzen kann, aber
wichtige Parameter kann ich natürlich nicht einfach kürzen. Ich kann damit bestimmen, wie groß wird die Zeichenkette, wenn ich diese Funktion ausführe, und kann danach den entsprechenden Speicher anfordern. Aber das ist ein Thema, was wir später nochmal ausführlich behandeln werden. Ich möchte nur hier schon mal darauf hinweisen, weil das natürlich immer ein Problem ist, wenn wir mit Zeichenketten arbeiten, dass uns die Größe des Feldes, des verfügbaren Speichers, bewusst sein muss. Ja, bevor wir uns noch ein Beispiel zu den Stringfunktionen anschauen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Stringfunktionen in der Laufzeitbibliothek äußerst effizient implementiert sind. Das heißt, es wird nicht abgefangen, ob ich eine ungültige Zeichenkette an die Funktion übergebe. Auch das, was ich vorhin angesprochen habe, dass Speicherbereiche nicht überlappen sollen, das wird nicht überprüft. Es ist also in unserer Verantwortung, wenn wir diese Funktionen verwenden, dass wir sie mit korrekten Parametern versorgen. Ansonsten führt es sehr wahrscheinlich zu einem Absturz Ihres Programms. Ja, aber schauen wir uns die Stringfunktionen jetzt noch anhand eines Beispiels in der Virtual C IDE an. Zum Arbeiten mit den Stringfunktionen brauchen wir als erstes das Include String.h, damit wir die Stringfunktionen verwenden können. Ich lege mir ein Feld an, Character S, Größe 32 und initialisiere. Dann sieht das beim Debuggen schöner aus. Wir haben das bereits kennengelernt. Ich darf nicht S gleich Hallo schreiben. Das wäre quasi Java. In C machen wir es mit der String-Copy-Funktion. Sie erwartet als erstes das Ziel, das ist unsere Zeichenkette S, und unser Parameter, was wir kopieren möchten, ist Hallo. Was Sie auch aus Java kennen, wir können einfach etwas hinzufügen an eine Zeichenkette, also hier mal Mob. Das wäre wieder Java. In C funktioniert das ganz einfach, indem wir String Cat verwenden. Jetzt müssen Sie ein bisschen aufpassen, sowohl die Funktion String Copy als auch String Cat schreibt einfach auf das Ziel, das, was Sie übergeben, ohne dabei zu prüfen, ob der Speicher ausreichend vorhanden ist. Wir haben jetzt hier 32 Zeichen, das heißt, Hallo wird auf jeden Fall reingehen. Wenn aber die zweite Zeichenkette, die kopiert wird, Ihnen nicht bekannt ist, dann müssen Sie vorher die Größe prüfen. Oder Sie verwenden die String-N-Copy-Funktion, dabei können Sie das Kopieren begrenzen. Das gleiche gilt für String-Cat, es überschreibt auch einfach. Mit String-N-Cat können Sie die Gesamtgröße angeben. Wir können uns das mal kurz anschauen. Das Programm starten. Mit String Copy kopieren wir erst Hallo und fügen dann Leerzeichen und Mob an der Stelle hinzu. Wir hatten vorhin bei fgets das Problem, dass wir gerne ein Backslash N hinten entfernen möchten. Ich zeige Ihnen das mal am Beispiel Entfernen des Rufezeichens. Wir können natürlich dieses Rufezeichen suchen. Das heißt, ich lege mir einen Zeiger an, ich nenne den jetzt mal temp, und das ist unsere String-Character-Funktion. Wir suchen innerhalb von S das Ausrufezeichen und wir bekommen als Zeichenkette die Zeichenkette zurück, an der das Ausrufezeichen gefunden wurde. Wir schauen uns das erstmal kurz im Speicher an. Ist im Moment noch nicht belegt. Wenn wir das Zeichen suchen, dann kommen wir auf die Zeichenkette, das Rufezeichen, und das ist jetzt innerhalb unserer Zeichenkette S. Wenn wir das also löschen wollen, können wir jetzt einfach sagen temp index 0 ist 0. Und ich zeige Ihnen gleich, dass das sehr gefährlich ist und wir nicht tun sollten. Wir können schauen, ob noch ein zweites Rufezeichen vorhanden ist, und wir können auch dieses eben löschen.
Was wir jetzt sehen werden, ist, das Rufezeichen ist natürlich nur einmal vorhanden. Das heißt, beim ersten Aufruf kriegen wir den korrekten String, zeigt auf das Rufezeichen. Wir löschen das Rufezeichen. Es ist jetzt hier oben aus Mob herausgelöscht. Und im zweiten Schritt suchen wir ein zweites Mal nach dem Rufezeichen und wir bekommen von der Funktion strchar den Wert null zurück. Null ist vergleichbar wie in Java, außer dass es in C komplett in Großbuchstaben geschrieben ist und nichts anderes ist als ein Define auf die absolute Adresse 0. Das heißt hier, der Zeiger zeigt auf 0 und das ist in C definiert als ungültiger Speicher. Wenn ich jetzt natürlich auf temp zugreife, dann wird mein Programm abstürzen, weil ich auf ungültigen Speicher versuche etwas zu schreiben. Deswegen wieder hier fatal. Merken Sie sich nicht das, was ich gerade gemacht habe, sondern Folgendes. Wenn wir eine der String-Suchfunktionen String-Character, String-R-Character oder String-String aufrufen, müssen wir unbedingt prüfen, ob der Rückgabewert gültig ist. Das können wir in C ganz elegant, indem wir fragen, falls temp. Und falls temp gültig ist, dann setzen wir es auf 0, können ein zweites Mal suchen, falls temp ein zweites Mal gültig ist, dann setzen wir den Wert dort auf 0. Und jetzt arbeitet das Programm korrekt. Das heißt, es funktioniert. Wir haben es gefunden. Bei Strings bedeutet die if-Bedingung, wenn der Wert des Zeigers ungleich null, also ungleich der Adresse 0 ist, dann ist der String gültig. Jetzt kann ich auf 0 setzen. Ich prüfe ein zweites Mal. Das ist natürlich jetzt 0. Und mit Hilfe der if-Bedingung schütze ich meinen Zugriff auf den Speicher an der Stelle. So, ich möchte Ihnen noch die sprintf-Funktion zeigen. Wir kennen unsere Länge, das heißt, wir brauchen nicht die sichere Variante sendprintf. Ich möchte einfach an s noch etwas anfügen. Und das ist jetzt die Ausnahme bei den String-Funktionen, was in der Funktion sprintf definitiv erlaubt ist. Ich kann anfügen, und zwar unter der Bedingung, dass die Zeichenkette, an die ich anfüge, an erster Stelle steht. Ich darf nicht Leerzeichen davor machen oder was anderes. Dann haben wir dieses Problem der Überlappung. Bei sprintf ist vorgesehen, dass ich initial auf die gleiche Zeichenkette etwas aufkopieren kann. Also wir haben jetzt Hallo Mob. Ich mache jetzt hier nochmal und GDP. Und machen wir auch und GDI. Das ist die Zeichenkette, die ich anfüge und ich füge an S, also auf S direkt an. Das sollten Sie nicht mit StringCat tun, sollten Sie auch nicht mit StringCopy tun, aber sprintf erlaubt es, vorausgesetzt, dass %s steht wirklich an allererster Stelle. Das heißt, wir können auch mal das austesten. Wir haben unser Hallo Mob, wenn wir über die Funktion sprintf hinüberspringen, kriegen wir Hallo Mob und GDP und GDI. Ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen die Zeichenketten modifizieren. Ich möchte jetzt im Prinzip mal überall, wo nicht Mob steht, das Mob ersetzen und das auf unterschiedliche Wege. Ich habe ja bereits die Variable temp. Und wir suchen jetzt mal mit String innerhalb von S unser GDP. Falls das GDP gefunden wird, dann kopieren wir an die Stelle, und zwar jetzt mit String N Copy, an unser Temp, da wo das GDP steht, schreiben wir jetzt ein Mob und wir möchten verhindern, dass der String, der ja mit String Copy immer automatisch terminiert werden würde, weil es wird die Zeichenkette kopiert und String Copy fügt immer eine Nullterminierung an, möchte ich verhindern, dass der String hier terminiert wird. Bei String N Copy ist die Sonderform, ich kann die Anzahl der Zeichen übergeben.
Wenn ich hier eine 3 wähle und 3 Zeichen übergebe, dann werden die Buchstaben MOP kopiert, aber nicht die Nullterminierung. Würde ich wollen, dass die Nullterminierung kopiert wird, muss ich quasi ein Zeichen mehr berücksichtigen. Also auch hier, wie beim Anlegen der Felder oder beim Einlesen, immer diese Nullterminierung mit berücksichtigen. Es hat aber den Nebeneffekt, ich möchte ja den String gar nicht komplett verändern, ich möchte nur das Wort GDP durch das Wort MOP ersetzen, dann kann ich natürlich hier auf die Nullterminierung verzichten. Wir schauen uns auch das mal an. Ich mache jetzt hier einen Breakpoint hin. So, ich brauche natürlich hier noch die Anführungszeichen. Jetzt können wir uns das anschauen. Mein Temp bekommt jetzt das Ergebnis der Suche nach GDP. Und wenn wir uns das anschauen, dann zeigt Temp jetzt auf GDP und GDI. Es ist also gültig, wurde gefunden. Und wir können jetzt innerhalb dieser Zeichenkette Temp die ersten 3 Buchstaben ersetzen. Wir schreiben MOP darüber. Und wir sehen jetzt in der Gesamtzeichenkette S, dass GDP würde durch MOP ersetzt und wir finden hier keine Nullterminierung. Das heißt, die Zeichenkette wurde nicht hier an der Stelle beendet. So, um das letzte GDI durch MOP zu ersetzen, wenden wir einen anderen Trick an. Wir wissen, die Zeichenkette endet auf die Buchstaben G, D und I. Das heißt, wir können unser Temp erstmal auf unser S setzen, zeigt Temp genau auf S. Und wir können auf das Temp drauf addieren die Länge von S minus 3. Wir schauen uns auch das mal im Programm an. Temp ist unser S. Jetzt addieren wir die Länge minus 3 drauf und Temp zeigt auf GDI. So, und hinten können wir natürlich einfach mit String Copy das GDI durch MOP ersetzen. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach mit String Copy auf das GDI unser MOP. Und damit haben wir jetzt in S ausschließlich das MOP drinstehen. Also Hallo, MOP und MOP und MOP. Also 2 Varianten, wie wir quasi die Zeichenketten in einem String mit Hilfe der String-Funktionen ersetzen können. Als letztes möchte ich noch einmal das Iterieren über eine Zeichenkette mit Ihnen vornehmen. Das heißt, wir können einmal alle Leerzeichen zum Beispiel durch ein Plus ersetzen. Also mal die zeichenweise Vorgehensweise. For int i ist gleich 0, s index i ungleich der 0. Falls unser s beim Index i gleich einem Leerzeichen und wir schreiben zum Spaß einfach mal ein Pluszeichen rein. So, wenn wir das testen, die ersten Zeichen sind natürlich keine Leerzeichen, dann kommen wir auf das Leerzeichen und wir kriegen hier in der Zeichenkette das Plus. Jetzt auf die Weise können wir einfach die Zeichenkette durchlaufen und einzelne Zeichen ersetzen. Zum Abschluss des Beispiels möchte ich das MOP nochmal durch das GDP ersetzen und zwar alles. Das heißt, ich sage Temp ist mein String, mein S MOP. Ich suche also alle MOPs in der Zeichenkette und ersetze alle durch GDPs. So, wie können wir vorgehen, wenn die Suche erfolgreich ist? Wollen aber natürlich mehrfach suchen, das heißt, wir nehmen gleich eine abweisende Schleife. Es könnte auch sein, dass MOP gar nicht enthalten ist. Also solange Temp existiert, verwenden
Wir verwenden wieder String n copy, schreiben an die Stelle von temp, das muss ja jetzt gültig sein, schreiben wir ein GDP. Und zwar eben exakt nur diese drei Zeichen. Jetzt wollen wir weitersuchen. Das heißt, wir addieren auf das temp 3 als Kommentar, das ist die Länge von GDP. Wir müssen ja dann nicht nochmal suchen, ob innerhalb von GDP Mob enthalten ist. Das ist sicher nicht der Fall. Und starten die Suchanfrage erneut, falls erneut String. Achtung, jetzt temp, nicht mehr s. Das ist ja schon unser erstes Ergebnis. Und suchen natürlich nach wie vor nach MOP. So, ich mache auch hier mal einen Breakpoint hin. Das heißt, wir haben jetzt überall das Mob stehen. Wir haben unser Temp schon ausgeführt. Wir haben das erste Mob gefunden. Wir kopieren jetzt über das Mob GDP, schieben das Temp um das GDP weiter. Wir sehen das hier. Wir sind jetzt beim Plus, suchen ein zweites Mal nach dem Mob, finden das zweite Mal das Mob, gehen also wieder in die Schleife, ersetzen das zweite Mob, springen weiter, suchen noch ein drittes Mal, finden es ein drittes Mal, gehen weiter und wir suchen ein viertes Mal. Das ist jetzt nicht erfolgreich und damit springen wir aus der Schleife hinaus. So, ich glaube, mit dem Beispiel haben Sie die String-Funktionen sehr umfangreich kennengelernt. Ich möchte zum Abschluss des Kapitels Strings wieder auf das sichere Arbeiten mit Zeichenketten eingehen. Ja, für das sichere Arbeiten gibt es auch wieder gute Hinweise von dem CERT Secure Coding Guidelines. Sie sollten niemals String-Literale modifizieren, also im konstanten Speicher dürfen Sie nichts verändern. Sie müssen immer auf die Feldgrößen achten, ausreichend große Zeichenketten oder ausreichend großen Speicher bereitstellen und natürlich immer sicherstellen, dass ein String eine Nullterminierung aufweist. Das ist besonders gefährlich, wenn Sie eigene Funktionen zur Stringverarbeitung schreiben, die zum Beispiel Strings modifizieren. Dann können Sie nicht davon ausgehen, wie in unseren Beispielen, dass das Ziel, in das Sie reinschreiben, mit lauter Nullen initialisiert ist. Sie müssen also immer vom Worst Case ausgehen, dass eben der Speicher nicht initialisiert ist und Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre erzeugte Zeichenkette mit einer Nullterminierung endet. Das ist einer der größten Fehler, was natürlich dann während der Laufzeit zu sporadischen Fehlern führen kann. Sie sollten gerade deswegen natürlich auch Zeiger und Zeichenketten immer initialisieren, damit Sie auf der sicheren Seite sind. Also ein String zu initialisieren, dann können Sie relativ sicher davon ausgehen, dass auch wenn Sie den String modifizieren, dass spätestens am Ende irgendwo eine Nullterminierung drinsteht, weil ursprünglich im String lauter Nullen gespeichert wurden. Sie dürfen Strings nicht vergleichen. Das haben wir jetzt im Beispiel nicht angeschaut, aber es ist natürlich klar, dass ich Zeigeradressen nicht vergleichen kann. Sie dürfen nicht null, also den Rückgabewert zum Beispiel von String, an eine String-Funktion übergeben. Die stürzt einfach ab. Das heißt, die String-Length von null bedeutet Absturz und nicht etwa 0. Sie dürfen keine Überlappung im Speicher vornehmen. Einzige Ausnahme, und das ist ja keine String-Funktion, das ist die sprintf-Funktion, die erlaubt es, das Anfügen an eine Zeichenkette. Und Sie müssen natürlich bei der Ausgabe den Platzhalter %s mit printf verwenden und sollten nicht einfach die Zeichenkette mit printf ausgeben. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Vorlesung, wo wir uns mit logischen Ausdrücken beschäftigen werden. Vielen Dank.